Hallo Freunde, willkommen zurück im Nordstrand. Also ich bin hier im Autodrive testen für den neuen Kuhstall. Jetzt doch den Weg gemacht durch den Unterstand durch, was aber funktioniert hat. Wenn ich jetzt auch automatisch ablädt, wäre ich ja da schon mal überglücklich. Jo, das reicht auch. Gut. Kann da eigentlich dann gleich mal ein bisschen malen. Müssen wir jetzt mal gucken, haben wir jetzt genug da drin oder wie läuft das? Also alles voll, Silage fast halb. Strohbrauch, Mineralfutter brauchen wir auch noch. Gut, Mineralfutter. Klauen wir uns irgendwo. Wenn ich selber fahre, kann ich ein bisschen Abkürzung fahren. Was hier jetzt ein bisschen schwierig wird, ist die Kurve. Kommt natürlich nicht hin, das war schon klar. So, und jetzt versuchen wir es nochmal. Kühe wird dann zwei mit drin. Er fährt durch den Unterstand durch. Habe jetzt kein Problem mit. Und kann ihr dann hier abbiegen, das ist gut. Funktioniert sehr gut. Ich könnte hier links ein paar Bäume hinsetzen. Und wieder das Rasenfläche ist das langweilig. Hier den Bezug brauche ich gar nicht. So, nehmen wir mal leer und dann schicken wir zum Silo. Auf jeden Fall nochmal Stroh holen. Ich mache da noch ein bisschen Natur hin.
Wir nehmen das erstmal. Sieht so unnatürlich aus. Wenn das Grün hier auch. Man sollte halt einmal drüber mähen, wenn es hoch ist. Damit es wenigstens aussieht wie Gras. Also das ist schade, dass man die gleichen Texturen nicht malen kann, die man die so verwendet wurden auf der Map. Kann man es ein bisschen abschwächen mit. Er sieht besser aus als vorher, aber da können aber auch noch ein paar kleine Bäume hin. Also hier habe ich Texturen für die Felder, das ist auch gut zu wissen, weil ich da was ändern will. So, jetzt haben wir da nochmal Bäume stehen. Gut. Hier sieht es aus, als ob das... Nee, da sieht es noch nicht gut aus. Silage ist drin, Heu ist drin, Stroh brauchen wir noch. Stroh müssen wir da haben, Stroh müssen wir drinnen haben. So, da stehen auch noch ein paar Bäumchen. Sieht schon besser aus. Du bist da, du bist auch leer. Jetzt holen wir uns ein bisschen Stroh. So, das mit Milch und Gülle, das mache ich, wenn was da ist zum Abholen, dann kann ich das besser abschätzen. Besser ausprobieren. Jetzt macht er die großen. Ach so, ja klar, hier hat er denn nicht den Bezug dazu. Hier fällt es außen rum. Okay, von mir aus. Dann testen wir die Strecke auch mal. Nee, du machst doch den Bogen. Das gefällt mir nicht. Warum machst du nochmal extra den Bogen? Weil du da füttern fährst. Aber wenn ich hier wegfahre, dann wenn ich dann so den Bogen mache, dann kannst du auch geradeaus weiterfahren, oder? Jetzt sage, du fährst dahin.
Machst du trotzdem den großen Bogen? Warum? Warum? Weil der auf den Bogen geht hier. Weil die auf den Bogen geht. So, ich gehe hier füllen. Jetzt hat er es gerafft. Jetzt werdet ihr durch, das ist gut. So soll es sein. Wenn ich jetzt das wegmache, dann sieht es richtig gut aus. Da stehen drei weiße Birken. Also gefällt mir das schon mal. Wie viel Gras habe ich denn noch? Also in Silo gar nichts. Und im Fermenter auch nichts mehr. Ich muss Gras haben. Du fährst jetzt noch mal zum Hofsilo. Dann holen wir noch Stroh für den Einstreu. Also das Gras ist noch nicht gut zu mähen hier. Aber ich kann die beiden Felder dann noch kaufen. Was haben die denn anzubieten dieses Jahr? Mais und Raps. Sehr gut, Raps kann man verkaufen. Und Mais auch. Dann denke ich, dass ich die beiden hole, zusammenlege, Grasfeld draus machen. Fertig. Oder mache ich da ein Grasfeld raus und lasse das anders? Wir können hier das Grasfeld weiterführen. Das könnte ich machen. Vorne habe ich noch Gras und hinten zweites Grasfeld machen, dazwischen quasi Pause. Na gut, dann schauen wir mal. Das klingt nach einem Plan. Ich brauche auf jeden Fall mehr Gras jetzt für mehr Kühe. Doppelte Menge Kühe. Bis jetzt hatte ich genug. Ob es reicht, sehen wir dann. Den machen wir voll. Ich lasse ihn jetzt mal fahren zum Kühe füttern, obwohl ich weiß, dass er voll ist. Diese Durchfallen auf Dauer gefallen, weiß ich auch nicht. Ich habe gerade gesehen, wie dass sie ja riesig sind. Dann mal schauen, was Besseres finde.
Das war das hier, Moment. Ich könnte das Feld einfach hier rüber verlängern. Das da drüben. Also ein vergrößertes Grasfeld. Und überlegen, ob ich vorne was anderes mache. Aber da müssten diese Kühe jetzt glücklich sein. Noch ein paar Happy Cows. Ja klar, das ist hier, dauert jetzt ein bisschen, bis die es gerade gerafft haben. Das dauert jetzt. Der muss das jetzt machen erst. Mischration haben sie. So, dann ist er fertig. Und dann könnten wir Zucker rüberfahren zur Zuckerfabrik. Ups. Damit die Produktion da auch weiterläuft. Zuckerrüben, da haben wir die Zuckerrüben. Ich hatte neue Hallen gesehen, ich habe keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, ob ich die hier reingepackt habe. Das ist das, was ich habe. Da habe ich noch nicht drin. Muss ich schauen, ob die passen von der Menge der Fahrzeuge, aber vielleicht nur halb so tief sind. Wie viel Geld habe ich jetzt? 400 oder was? Was kosten denn diese Felder? Ich rede so groß von Felder kaufen. Nee, gar nicht so teuer. Und dahinter ist noch mehr Platz. Dann kaufen wir das doch. Dann können da drüben eigentlich verlängern noch, wenn ich will. Jetzt ziehe ich na, halbwegs durch. Das sehen wir dann. Wenn ich brauche ihn nur zum Mähen da hoch, das ist eigentlich egal. Zuerst muss ich den Meister runter haben.
Wenn es funktioniert, also die Produktion, die ineinander greifen, das alles automatisch, finde ich toll. Das ist ja das, was eigentlich gewollt ist in LS22, diese Produktionsketten, das ist ja neu. Und ich feiere das. Also ich habe das im 19. versucht und im 22. funktioniert das schon ganz gut. Ja, hätte ich ihm gesagt, er soll abladen, hätte es automatisch gemacht. Vergessen. Aber so habe ich Mehl und Brot und Mehl und Zucker für die Keksfabrik. Das funktioniert auch alles. Und alles in allem bringt nach und nach Geld. So, und schauen wir eben die Produktion hier an. Da ist die Zuckerfabrik. Ja, noch einer, das wird zu knapp. Aber es funktioniert. Das Gras brauchen wir. Gucken, dass es reif ist. Das ist mein Lagerschuppen, der ist jetzt uninteressant mittlerweile. Also Milchzucker ist da, wir produzieren. Das ist die Keksfabrik. Produziert auch. Auch alles da. Hafermehl haben wir nicht. Gut, Haferkekse machen wir nicht. Schokochips auslagern. Direkt verkaufen. Das machen wir nicht. Da muss ich gleich mal schauen, ob da welche vorstehen. Kekse muss ich dann verkaufen. Den mal eben zum Parken. Bin gerade blind. Mal eben schauen, ob der in der Keksfabrik irgendeine Paletten stehen haben. Hinten im Wald oder sowas. Weil der ausgelagert hat aus Versehen. Oder was heißt aus Versehen, weil ich es nicht gesehen habe. Nee, da steht nichts. Da steht nichts. Nee, steht nichts. Okay. Dann ist es in Ordnung. Das ist wahrscheinlich hier stehen. Hier steht auch nichts. Dann ist gut. Dann haben wir kein Problem. Aber wir sind wieder am Ende des Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen da, wenn es gefallen hat. Haut auf die Glocke. Abonniert den Kanal. Bleibt mir gewogen. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.